Max, gestern 2-1 Auswärtssieg in Kiel. Was war am Ende ausschlaggebend für diesen Erfolg? Ja, dass wir einfach bis zum Schluss an uns geglaubt haben, dass wir vielleicht noch die eine Chance bekommen im Spiel, um das Spiel zu gewinnen. Und ja, die haben wir genutzt. Am Ende war ein bisschen Glück dabei, aber habt ihr euch das einfach auch über die letzten Wochen hart erarbeitet? Ja, das auf jeden Fall. Wir hatten jetzt eigentlich viele, viele knappe Spiele, die meistens dann für den Gegner positiv verlaufen sind. Und jetzt hatten wir einfach das Glück auf unserer Seite und haben das Spiel so zu unseren Gunsten gedreht. Erste Halbzeit hat Kiel auch immer wieder gute Phasen gehabt mit schnellen Spielern, Atanga zum Beispiel oder Baku. Ja, wie ist es dir ergangen im Mittelfeld auf der 6? Ja, die haben es generell in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Kiel haben viele Positionswechsel gehabt. Dann hatten wir nicht den Zugriff, den wir uns erhofft haben. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es ein bisschen besser gemacht. Ja, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir das generell besser machen müssen, mit und auch ohne Ball vor allem, dass wir einfach da besser Zugriff bekommen.